Good morning, Freunde von Softwaresohn. Heute mal ein ganz anderes Video, weil ich will euch heute den kommenden Rockstar am Airsoft-Himmel vorstellen. CQB, vergesst alles, was ihr gesehen habt. Heute zeige ich euch mal das Neueste und den Shit müsst ihr haben. Es gibt schon ein paar Videos darüber, aber wir haben gedacht, wir machen jetzt auch mal eins, weil wir die super cool finden, das Ding. Wir haben sie auf der IWA zum ersten Mal gesehen. Für GNG-Verhältnisse ist sie damit jetzt relativ zügig lieferbar. Es wird ja einige neue Modelle von GNG geben, haben wir ja vorgeführt. Und zwar wird es ein neues Modell geben, eine 556 mit einer Split-Gearbox, auch für GNG eine absolute Premiere. Die ist im Moment aber noch nicht lieferbar. Dann wird es geben die Raider 2.0 in der Gen 2, es wird geben die ARP9 als 2.0, also als neue Variante mit einer neuen ETU wahrscheinlich und ein paar neuen Internals. Dann wird geben die 556 als 2.0, allerdings im Polymer. Ich nehme an, dass jetzt Polymer sich dann doch jetzt irgendwann mal durchsetzen wird. So, das sind so die Neuheiten. Vom BAMF wird es ein neues Modell geben. Wahrscheinlich wird es eine SF25 neu geben, also da tut sich einiges. Aber wir wollen hier wieder zu dem zurückkommen, was jetzt hier auf den Tisch kommt. So, und auf den Tisch kommt das schöne Modell hier. Die MXC9. So, MXC9 ist eine Weiterentwicklung der 55er. Und wir haben jetzt hier einfach mal gedacht, gucken wir mal, was die so kann. Wie gesagt, es gibt schon ein, zwei Videos darüber, aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich hier jetzt wieder die 0,5 Joule-Variante. Und ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt hier einfach mal aus. Steht hier noch was richtig drauf? Nein. So. Was hier auffällt, GNG hat jetzt hier mal eine ganz andere Farbe vom Karton. Wir haben hier diese Logos drauf. Hier das Logo sieht von GNG, das sieht ja fast so ein bisschen aus wie das Steel-Logo. Also finde ich schon sehr markant. Ansonsten ist der Karton nicht mehr wie GNG schwarz-rot oder schwarz-rot-blau oder weiß-blau-schwarz. Hier ist es jetzt mal eine ganz neue Farbe vom Karton. Auch mal erfrischend. So, vielleicht wollte ich einfach mal zeigen, dass jetzt eine neue Generation an Modellen eingeläutet wird. Na, so, dann haben wir jetzt hier GNG typisch, ist wieder einiges hier mit drin. Na, wir haben hier eine ziemlich umfangreiche, ich sag jetzt mal, Anleitung. Wenn man das jetzt hier mal sieht, das ist halt, ja, also ziemlich alles erklärt, was man hier zu der Waffe wissen muss. Es gibt auch hier im Prinzip nochmal Explosionszeichnungen, etc. Also eigentlich das Ganze echt, echt nice gemacht. So. Ne, also das ist hier eigentlich ziemlich cool. Finden wir auch gut. Und dementsprechend, aber das ist selbsterklärend, das ist halt immer GNG. So, dann haben wir hier einfach schlicht und ergreifend, ihr seht mich jetzt nicht, die MXC9 drin. Und wir haben dazu, das ist auch neu bei GNG, zwei Magazine und eben die Waffe MXC9 selber. So. Die PCC 45 war ja schon ein ziemlich gut gehendes Modell. Hier hat man das Modell oder diese Bauart nochmal aufgegriffen. Also es werden ja immer mehr Modelle mit diesen Stangenmagazinen, also mit den 9mm Magazinen angeboten. Steht auch hier unten drauf, 9x19. Und die kommen bei euch auch recht gut an, gerade im CQB-Bereich. Und wie gesagt, die PCC 45 war jetzt schon ein richtiger Kassenschlager, aber die hat sich jetzt hier, hoffe ich, wird dem Ganzen nochmal neuen Aufschwung geben. So, wenn wir einfach mal mit den technischen Daten anfangen. Also, die ist im zusammengeklappten Zustand 425 mm, im ausgeklappten Zustand 605. Sie hat einen Innenlauf, natürlich Metall, von 128 mm und sie hat ein Gesamtgewicht mit 2326. Das ist so in dem Bereich, wo viele von euch sagen, ja, das Gewicht ist gut. So, ne, alles was da drunter ist, ist vielen zu leicht und wird auch eher im Billigsektor verwendet. Also das ist schon hier vom Gewicht her, vor allem merke ich, sie ist sehr gut ausbalanciert vom Gewicht her, fällt einem auch direkt auf. Wir haben hier oben die ist ein bisschen locker hier, die klassischen Zeins drauf. Gucken, ob ich das hier gerade noch schnell mit der Hand ein bisschen fixen kann.
So. Ja, war nicht ganz festgeschraubt. So, und hier oben haben wir halt den Klapppin, den kann ich hier mit dem Rädchen seitlich verstellen, aber es sind ja eigentlich nur Notvisierungen, die meisten von euch verwenden ja Dots oder ähnliches. So, was hier auffällt, und da hat man zum Beispiel was übernommen, was man hier von meinem alten Freund hier hinten, von der SMC9 kennt, nämlich diesen beidhändigen, ich nenne ihn jetzt mal flügeligen Charging Handle hier, finde ich mega cool, kann ich hier aufmachen, dann sieht man hier unten, dass ich den Bolt Catch habe. Der geht auf, der lässt sich hier lösen. Sie ist ambitroxe Bedienung, das heißt beidseitig vom Schützen bedienbar. Dadurch, dass ich hier vorne den Magazinhebel habe, den ich hier lösen kann, sowohl von links als auch rechts, als auch hier die Bedienung Feuerwahl links und rechts. Es fällt auf, wir haben einen Flat Trigger. Ich nehme das Magazin schon mal wieder raus, da ich hier mir schon mal erlaubt habe, den legen wir gleich ein. Ich dachte, ich hätte ihn noch drin gelassen. Akku habe ich aber rausgenommen. Wollte ich euch gleich mal zeigen, wie das geht. So, dann haben wir hier vorne eine Sling-Aufnahme. Wir haben hier hinten eine Sling-Aufnahme. Und wir haben hier eine Sling-Aufnahme. Jeweils diese Sling-Aufnahme und ist beidseitig, also hinten die für den One-Point-Sling ist beidseitig. Hier kann ich auch den One-Point als Rechtsschütze, würde ich sagen, und auch hier für Two-Point auch für Rechtsschützen. Den habe ich hier vorne nicht. Aber da es ein M-Lock-System ist, kann ich den abschrauben und könnte noch die andere Seite bauen. Wir haben einen kompletten Aluminium-Handguard. Wir haben hier oben eine durchgehende Rist. Die ist allerdings nur im vorderen Teil Aluminium, im hinteren Polymer. Der obere Body, sowohl auch der untere Receiver, ist Polymer. Die Schulterklappe ist komplett Polymer. Wir haben hier hinten einen ziemlich massiven, ich drehe die gerade mal rum, einen ziemlich massiven Knopf, um den abzuklappen. Das geht jetzt auch noch relativ stramm. Ich nehme an, das wird sich mit der Zeit einschleifen. So, dann, was haben wir noch? Ah ja, hier haben wir noch Markings, GNG, PCC 45. Steht hier unten drauf. Neunmal im Kaliber 6 mm AEG. Und wir haben hier auf der Seite 9x19 auf dem Patronenauswurf stehen. Und hier oben GNG auf dem M-Lock-System. Finde ich sehr dezent, aber ausreichend. Finde ich auch optisch schön. Wir haben eine fortlaufende Seriennummer hier auf der Seite noch. Und das war es eigentlich. Ich habe hinten einen verstellbaren Schaft. Dazu habe ich hier einen Knopf. Den kann ich aber nur zweistufig verstellen. Wir haben hier hinten eine sehr gut und sehr geil gummierte Buttcup drauf hinten. Also das ist echt richtig gut gelöst. Die ist nicht zu weich, aber man merkt, dass sie nachgibt. Also man merkt, wenn ich sie hier in den Anschlag bringe, dann ist das angenehm. So. Und ich habe hier die verstellbare Wangenauflage. Dazu muss ich hier die zwei Knöpfe nach hinten ziehen. Die lässt sich auch nur einmalig verstellen. So. Wir haben hier drin eine V2-Gearbox mit der neuesten Generation ETU von GNG. Das ist auch die ETU, die in den neuen ARP 2.0 Modellen oder 556 2.0 Modellen verbaut werden wird. Soll laut GNG noch ein bisschen zuverlässiger sein. Wie gesagt, es gab bei den GNG Modellen, gerade bei den letzten Modellen, auch nie Probleme mit 11.1 oder irgendwas, auch nicht bei 0.5. Also da war immer ein sehr guter Stop drin. Wenig Probleme mit Double-Schuss und so. Also ich finde das eigentlich sehr gut gelöst. Wie gesagt, ich mag auch das hier. Finde ich mega cool optisch. Ich finde auch der hier, der ist so smooth hier eingearbeitet. Ne? Dieser Bolt Catch, den kann ich super bewegen. Vom Hop-Up her, wir haben hier das, was ja jetzt gängige oder was eigentlich jetzt verbaut sein sollte, so ein Rotary-Design, also so ein drehbares Hop-Up. Das ist hier von der Einstellung her, finde ich auch, man kann das vielleicht hören. Also es hat kein direktes Klicken, aber man kann doch jede Position fühlen, die einrastet. Finde ich halt sehr gut gelöst und klingt auch gut. Also das ist wirklich, man kann das merken, zack, nächster, nächster, nächster. Also ist sehr gut, finde ich. Mal gucken, wie weit geht das denn? Ich habe auch, mal schauen. Ja, also es ist auch nicht so, dass man da so das Gefühl hat, man muss so endlos drehen. Das hat man ja auch bei vielen Airsoft, dass man tatsächlich meint, jetzt kann ich drehen und drehen, greift das überhaupt? Und das habe ich ja bei GNG eigentlich nie.
Die GNG-Modelle sind, was das angeht, wirklich sehr gut gelöst. Hier vorne habe ich auch noch, so ein kleiner Punkt, so ein Handstop, sage ich mal, verarbeitet. Also in meinen Augen ist das Modell tatsächlich auf Spieler ausgelegt, enger Raum, CQB, Speedsoft, sowas in der Richtung. Vielleicht die Speedsofter, die würden das Ding jetzt hier komplett zerlegen und umbauen. Aber ich glaube, dass das auch hier wieder eine nette, interessante Basis werden wird. Aber ich habe mich ja inzwischen belehren lassen, dass man Speedsoft eigentlich nicht mit 0,5 spielt, sondern dass es eigentlich irgendwie eine Vorschrift, glaube ich, sogar gibt. Bitte schreit es alle nicht, korrigiert mich nicht, ich kenne mich mit Speedsoft wirklich nicht aus. Aber wir hatten ja mal, oder wir haben ja immer noch das Speedsoft-Modell von GNG im Shop. Und da hat man uns, glaube ich, damals mehrfach gesagt, dass eigentlich im Speedsoft-Bereich ein Joule gespielt wird oder so. Warum stehen die Boxen hier? Ich wollte euch mal zeigen, wir haben natürlich hier auch ein 14 mm Gewinde. Und was ich ganz gut finde bei dem Modell hier, weil das war häufig in der Vergangenheit bei vielen Modellen, nicht nur GNG ein Problem, da war der Handguard zu eng. Da war einfach nicht dran gedacht worden, was passt denn da überhaupt rein? So, wir haben jetzt hier mal unseren allseits beliebten Spitfire Tracer. Ich wollte jetzt mal gucken, ob der hier reinpasst. Ja, merkt man schon, ne? Also der passt hier einwandfrei rein. Mal kurz reinmachen. Ne, sieht auch ganz, ganz cool aus. Ne? Also so ein Soundtalk Speed Tracer da rein. Das Original Spitfire Tracer haben wir ja auch im Shop. Und hier haben wir mal, das ist mein absoluter Liebling. Das ist der neue, das ist der Blaster Tracer. Ich dachte, das wäre mein Liebling. Mein Liebling ist nämlich der Bifrost, aber der sieht ja im Prinzip genauso aus. Also der neue Bifrost von Acetec, also neu ist er ja nicht, aber der neueste ist es ja quasi. Den finde ich echt mega cool. Na, warum passt du jetzt hier nicht? Ah, jetzt. So. Ja, ich glaube, das sieht da noch viel besser aus. Da muss ich noch mal ganz kurz gucken. Habe ich den Bifrost gerade hier? So. Habt ihr gehört, Beep, der hat schon angemeldet, der will jetzt sogar spielen. So, ne? Also das hier ist im Prinzip der Blaster Tracer. Ich finde, der würde jetzt hier auch ziemlich cool so aussehen. Das ist der Brighter C. Das ist der kleinere. Ne, der sieht auch ganz gut aus. Der ist halt ziemlich kompakt von Acetec. Da musst du der Richtige sein. Er merkt, ne, wenn man viele gleiche Kartons hat, greift man auch schon mal falsch. Aber das hier ist der Bifrost. Sieht ja im Prinzip aus wie der Blaster Tracer. Ne, also brauche ich gar nicht ganz reinschrauben. Sieht man, ne? Also sieht genauso gut aus. Finde ich mega cool. Also so einen Tracer da reinzupacken, ist natürlich für euch sowieso inzwischen wichtig, gerade CQB. Und wir freuen uns auch, dass die Tracer alle so beliebt sind hier, Bifrost und so weiter, weil ich finde, Muzzle Flash heute gehört dazu. Es gibt immer noch ein paar Stimmen, die dann sagen, ja, aber ich will ja nicht verraten, wo ich bin. Mein Gott, mit Tracer verrätst du immer, wo du bist. Und ich sag einfach mal, generell kommt es dann nicht mehr auf den Muzzle Flash an. Ich persönlich finde das einfach mega, dass es diese Sachen gibt. Ich habe jetzt mal hier den Original wieder drauf. Der ist übrigens auch schön, sag ich mal. Die klingt damit auch schön. So, ne? Ich mache gleich nochmal für euch den Chrono-Test. Da können wir mal sehen, was die an Leistung hat. So. So, und jetzt noch abschließend zu dem Lieferumfang kann ich nur sagen, im Lieferumfang ist kein Reinigungsstab. Zumindest habe ich keinen gesehen. Ich kann hier nochmal reingucken. Doch, Reinigungsstab ist dabei. Der war nur unter dem das Inlay gerutscht. Es ist, und das ist hier schon aufgefallen, wir haben zwei Magazine dabei und es ist ganz klar zu sehen, eins ist größer. Das wird von GNG, ist eine ganz neue Magazingeneration, fasst sich super an, top verarbeitet, also selten so ein gutes Stangenmagazin gesehen. Aber schönen Gruß mal an den Freund Reaper da draußen, der ja auch ein Video hier mitgemacht hat. Wenn euch also die Technik noch mehr interessiert, Inleben und so, kann ich euch das nur ans Herz legen. Es kann keiner besser. Also, ne, guckt euch das Video von Reaper nochmal an. Der hat es allerdings zu einer 1 Joule, glaube ich, gemacht, also zu der SALG.
Das soll laut GNG 170 Schuss haben. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass man es nicht oft genug beladen hat, aber Reaper meinte, da gehen, glaube ich, nur so 150 Schuss rein. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, wie gesagt, die ist brandneu. Wir hatten eine Lieferung bekommen, die war sofort ausverkauft. Es kommen jetzt wieder einige Modelle, aber auch da ist zu befürchten, dass die schnell weg sind. Also wenn ihr Interesse habt, zuschlagen. Preise sind im Moment generell hoch, also da tut es auch nicht weh, ob ich jetzt eine PCC 45 oder die hier kaufe oder was auch immer. Die Preise sind alle ähnlich. Also da kann ich nur sagen, wenn, dann jetzt, weil billiger werden sie nicht mehr, sie werden nur noch teurer. So, und hier haben wir ein 130 Schuss Magazin. Ne? Man sieht das hier, vielleicht kann man das sehen. Ja, so, vielleicht 130, 170. 170, wie gesagt, auch ein Papier. Ich kann es tatsächlich nicht genau belegen, aber wenn Reaper es getestet hat, gehe ich mal davon aus, dass da schon was dran ist. So, dann muss ich hier hinten das nach hinten ziehen. Dann kommt ja die Wangenauflage hoch und hier vorne gibt es einen Knopf. Den drücke ich rein und dann wird hier oben der Magazin, der Batterieschacht freigegeben. So, und da kommen wir wieder zu den Problemen vieler CQB-Waffen. Vom Platzangebot her, ich habe jetzt hier unseren allseits beliebten 1200er Fuel. Ihr wisst, dass wir die Fuels unheimlich propagandieren, weil die einfach kompakte Bauweisen haben. 1200 mA, das Ding ist mini. Wir haben einen 1500er, der ist unwesentlich größer. So, ne? Und wenn ich den hier reinstecke, dann bin ich hier schon am Anschlag. So, und ich muss ja, darf ja nicht vergessen, ich muss diese Sicherungen so hier auch noch reinbringen. So, ne? Also ich denke mal, der Fuel 1500 passt. Vielleicht passt da auch so ein, ja, ein 1800er irgendwas. Da muss man mal gucken. Also ein 1500er Fuel passt auf jeden Fall. Und ihr habt auch kein Problem, den da irgendwie reinzuquetschen. Und hier der 1200er Fuel passt auch sehr gut. So, und ich wollte euch ja mal das Ansprechverhalten zeigen. Kein Magazin drin, deswegen auch keine Schutzbrille. Wir haben übrigens hier, kann ich auch kurz erwähnen, einen Flat Trigger. Das ist mir dahin, vorhin da durchgegangen. Also ich kann hier wirklich sehr kurz, und wir haben jetzt hier 0,5. Sehr kurz und sehr schnell triggern. Also mega Trigger-Frequenz. So, und auch die ROV. GNG, die rennt wie Hulle. Also das Ding ist so flott. Ich weiß, bei euch gibt es wieder sofort welche, die sagen, ja, das geht noch schneller. Kann alles sein, aber ich bin ja ein Fan davon, out of the box, dann habt ihr Spaß dran. Und ich sag mal, gerade GNG ist ein Werk, ey Leute, die denken sich was dabei. Also die ist out of the box wirklich absolut sofort spielbar, ohne irgendwelche Fummeleien oder irgendwas. Und wer da keine Ahnung von hat und wer kein zweiter Reaper oder was auch immer ist, auch Team 30, so die Leute da draußen, die haben natürlich echt Ahnung. Aber wer das nicht hat, dann bitte lasst es. Einfach nehmen, spielt, funktioniert, habt Spaß damit. Und wie gesagt, ich kann diese MXC9 nur empfehlen. Mega Optik, eine absolute Top-Verarbeitung. Wie immer, hier ist kein Spaltmaß. Es gibt keine Spaltmaße. Also ich habe keine gefunden. Es gibt kein Wackeln, kein Klappern. Das geht jetzt los. Den muss ich festschrauben. Die kriege ich jetzt hier mit der Hand nicht fest genug. Also das ist, ne, aber das ist ja zu beheben, zumal die meisten von euch hier runternehmen. Aber auch hier ist nichts. Hier klappert nichts. Und wenn ihr hört, da klingelt auch nichts. Also auch mit der Feder jetzt hier, ne, mit unserer 05er Spezialfeder, gar nichts. Und ihr werdet auch gleich sehen beim Chronotest, dass die auch eine saubere Schussfrequenz hat. Also ich kann nur sagen, wirklich eine Weiterentwicklung, mal ein Sprung und ein absolut Top-Modell. Preis ist gerechtfertigt. In meinen Augen, wir kriegen zwei Magazine, wir kriegen eine Top-Verarbeitung, wir kriegen ein brandneues Design und PCC 45 Magazine passen. Das sind ja Stangenmagazine, weil die ist ja eher so UMP-Style in modern und das sind ja gerade Magazine, die stehen dann einfach, gehen einfach gerade runter. Aber die passen. Also wer eine PCC 45 hat, vielleicht sagt, ich steige jetzt hier um, die andere verkaufen will oder ähnliches, Magazine könnt ihr schon mal behalten, die passen. So, in dem Sinne, wir machen jetzt einen Chronotest und ich werde auch wahrscheinlich auch einen Schusstest machen, sodass ihr im Prinzip zumindest mal auf 10 Meter das Schussbild seht. Ich würde sagen, das gucken wir uns mal an. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Chronotest GNG MXC9 Einzelfeuer 0,20 Gramm GS Tactical.
mal einen Rauftest, Autofeuer. Da ist ordentlich Musik drin, würde ich sagen. Und dann gehen wir jetzt weiter zum Schusstest.